Dieser offene Brief mit Fragen an den Gemeinderat Ludwigsburg zur Schließung des Karowerks hat anscheinend einiges bewirkt. Denn plötzlich reden alle miteinander und zwar in aller Öffentlichkeit. Niemand Geringeres als Nestles Deutschlandchefin muss sich vor laufender Kamera den Frust der Mitarbeiter anhören. Das war so nicht geplant, sondern vielmehr von der Gewerkschaft NGG so eingefädelt. Ja, das haben wir uns überlegt, als Aktion das so zu machen, dass es öffentlich ist, weil wenn wir da jetzt irgendwo in einer Fabrikhalle im Gebäude drin wären, dann kriegt es kein Mensch mit, weil die Presse keinen Zugang hat. Und wir haben ja den offenen Brief deswegen geschickt. Und ja, ein offener Brief muss auch öffentlich beantwortet werden. Bei dem offenen Brief fragt der Betriebsrat unter anderem, ob und wenn ja, wann die Stadt Gespräche mit Nestle wegen des Grundstücks geführt hat. Dahinter steckt der Vorwurf, die Stadt könnte die Werksschließung zum Jahresende forciert haben, um das Grundstück zu erwerben. Mike Braumann von der CDU-Gemeinderatsfraktion antwortet darauf ausweichend, wird bei uns im Interview aber klarer. Also Sie können ausschließen, dass dieses Werk geschlossen wurde, weil die Stadt Ludwigsburg dieses Grundstück haben wollte? Ja, das kann ich ausschließen, laut Aussage vom Baubürgermeister Ilx. Und auch die Nestle-Chefin stellt klar, wenn man so eine Entscheidung für ein Werk auch trifft, dann hat es nichts mit anderen Facetten wie Boden, mit Wert, was die Stadt auch übernehmen könnte oder etwas anderes. Wir schauen uns erst, was es für die Menschen, die am Ort sind, und zweitens auch, welche Produkte und welche Technologie am Ort gewesen sind. Das Produkt Karo Kaffee hätte eben keine Zukunft mehr auf dem Markt, betont die Chefin. Den Vorwurf der Profitgier beim Blick auf das ambitionierte Renditeziel von 18,5% bei gleichzeitiger Werksschließung in Ludwigsburg weist sie von sich. Diese Zahlen, die auch erwähnt werden, sind keine Zahlen für Deutschland, sondern das sind die Zahlen für weltweit. Wir sind weit weg von diesen Zahlen von der 18,5. Die Nestle-Chefin ist bemüht, die Wogen etwas zu glätten. Inhaltlich ist die Gewerkschaft NGG aber nicht beeindruckt. Sie verteidigt ihre Entscheidung und alles schlimm und alles furchtbar. Aber sie ist ein Teil dieser Entscheidung, sie hat die mitgetroffen. Offen ist nun, ob eine Transfergesellschaft gebildet wird, um die Mitarbeiter aufzufangen und wie etwa ein Sozialplan aussehen könnte. Die Gespräche darüber sind nun in vollem Gange.